Jo Leute, was geht? Hier ist Liz. Und ich Fabio. Heute seid ihr mit mir unterwegs, obwohl Fabio auch da ist. Aber der hat keine Ahnung, worum es eigentlich geht, weil seit gestern ein mysteriöses Paket in unserem Büro steht. Es sind noch anderthalb Wochen ungefähr, bis wir nach Kanada fliegen und vielleicht könnte es was damit zu tun haben. Wer weiß, wir werden gleich sehen. Die Sache ist, also ich fahre seit 2014 für Canyon, ne? Ich weiß, dass ich einen Canyon Talk in diesem Jahr bekommen soll. Also ich habe da auch Teile hingeschickt und so weiter von meinen anderen Sponsoren und so weiter, dass das alles zusammengebaut wird. Aber sowohl Canyon als auch Liz machen diesmal ein riesen Geheimnis daraus. Allein, dass ich das Bike jetzt nicht abgeholt habe. Ja, ich habe das zusammengebaut. Ich muss mal gucken, ob da wirklich Reifen dran sind und der Lenker auf der richtigen Seite. Also ich sehe schon mal, hier sind die Reifen, hier ist schon mal Reverse-Sattel dran, hier Reverse-Laufräder, Conti-Reifen. Vielen lieben Dank an denjenigen schon mal, der das zusammengebaut hat. Ist schon spannend, wenn alle da so Geheimniskrämerei drum machen. Also, mein neues Freeride-Bike, 180 mm Torque, bin ich ja jahrelang gefahren. Hab das jetzt seit 2 Jahren, hatte ich keinen Torque mehr, gell? 2 Jahre ungefähr. Alter. Das ist ja einfach... Das ist dein Signature-Bike. Ich dachte gerade schon, hier ist Scrape-Gear. Und hier weißt du, wer das hier alles drauf so gemacht hat? Nee. Wie? Ich? Alter, saugeil. Ich dachte schon gerade, ich hole das raus und denke so, hey, das kenne ich so gar nicht. Was ist das? Das ist nur für dich. Alter. Krass. Alter, es sieht saugeil aus, auch hier mit diesem Use-Block. Diesen. Mega geil. Krass, ey. Gerade so ein bisschen überfahren, weil das voll die krasse Ehre ist, so ein Signature-Bike zu bekommen. Dazu sei noch gesagt, also wir haben das jetzt schon seit, das läuft schon seit März oder so, Februar. Was? Ja, und die Sina, die ganzen Bikes macht für die Fahrer von Canyon, also wenn es wirklich so besondere Bikes sind, die hat mich eingeladen und wir haben das zusammen gemacht. Krass. Okay. Das seht ihr alles bei Canyon irgendwo. Die haben nämlich ein mega geiles Video dazu gemacht. Krass, ey, ich bin gerade voll überfahren. Es tut mir leid, dass ich so wortkarg gerade bin, aber ohne Mist, also ich muss gerade dran denken, so früher so als Kiddie und so, ne, mit Radfahren, dann hast du immer so die ganzen Videos gesehen und dann auch immer deine Vorbilder mit irgendwelchen Signature-Rädern und so. Und das ist gerade zum ersten Mal, dass ich halt auch so ein Signature-Rad bekomme und was da halt dann für einen Aufwand hintersteckt und dass halt irgendwie die Leute bei Canyon sagen, hey, dem Fabio machen wir mal ein Signature-Bike. Das ist gerade, ja, einfach eine Ehre für mich. Ich freue mich gerade wirklich sehr, auch wenn ich, glaube ich, gerade ein bisschen wortkarg wirke. Aber es ist, ja, ich muss das erstmal sacken lassen. Es ist voll geil. Vielen, vielen Dank. Wusch, willkommen in Kanada, so schnell kann es gehen. Wir sind mittlerweile hier angekommen. Wir heißt Liz, die Kids, meine Mutter und die Leute, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, kennen vielleicht hier das Apartment noch von 2017 aus den ganzen Whistler-Videos. Hier kommen wir seit etlichen Jahren hin und sind hier schön zentral mitten in Whistler. Zeigen wir euch alles auch noch in diesem Video, ein kleiner Rundgang in Whistler, was man hier alles so machen kann. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Bike, weil das mittlerweile natürlich aufgebaut. Das zeige ich euch jetzt im Detail und dann schauen wir uns den ersten Trail mal hier mit dem Bike an.
So, jetzt habt ihr das Bike im aufgebauten Zustand gesehen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare gefallen, wie euch das Rahmendesign gefällt, wie euch überhaupt das Setup des Bikes gefällt. Ich gehe da später nochmal drauf ein, aber ich habe jetzt erstmal Bock, Fahrrad zu fahren, euch hier ein bisschen Trails zu zeigen und nicht weiter zuzulabern. Für die Leute, die Whistler, für die es vielleicht noch kein Begriff ist, ist jetzt, glaube ich, mein 8. Mal hier, ist der weltgrößte Bikepark mit mittlerweile, glaube ich, knapp 100 Strecken offiziell im Bikepark. Und 2017 habe ich euch da sehr viel aus dem Bikepark gezeigt. 2019 war ich hier mit meinem gebrochenen Handgelenk, konnte leider nicht richtig fahren, beziehungsweise gar nicht im Bikepark fahren und habe dann einfach mal geschaut, was gibt es hier noch für Trails außerhalb. Da gibt es einfach so brutal viele. Ich zeige euch das mal hier auf meiner Lieblings-App. So, ihr seht es hier, da sind wir, Whistler Village und all das drumherum. All das Ganze, was hier in Schwarz, Rot und Blau, das sind die verschiedenen Schwierigkeitsgraden, eingezeichnet sind, sind Trails. Das ist halt hier, seht ihr zum Beispiel einen Teil vom Bikepark, hier, da, dann außerhalb, bam, bum, bam. Den Bikepark kenne ich mittlerweile in- und auswendig, macht natürlich immer noch Laune, aber ich habe einfach mal Bock, nach all den Jahren hier ein paar Trails zu erkunden und das machen wir jetzt einfach mal. Wir sind jetzt insgesamt 30 Tage in Kanada und neben den ganzen Unternehmungen und dem ganzen Sport möchte man natürlich auch mal ein bisschen entspannen und das geht natürlich mal bestens mit einer Lieblingsserie oder einem guten Film. Wer schon mal im Ausland war, stellt schnell fest, dass der Lieblingsstreamingdienst ein ganz anderes Angebot oder teilweise ein anderes Angebot hat. Das heißt, man findet gewisse Filme nicht oder manche Serien nicht oder man findet das Ganze nur in Englisch anstatt in Deutsch und das kann man ganz einfach umgehen mit Surfshark VPN. Da wählt ihr euch einfach ein und wählt einen anderen virtuellen Standort aus, also in dem Fall dann Deutschland. Dann könnt ihr das Angebot gewohnt wie zu Hause nutzen. Das Ganze ist super easy. Ihr ladet das einfach auf euren Laptop oder auf euer Handy runter, wählt euch ein. Ihr könnt auch alle anderen virtuellen Standorte auf der Welt auswählen, die ihr gerade braucht. Und dann könnt ihr eure Lieblingsserie schauen. Super easy. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Rabattcode. Der ist auch hier nochmal eingeblendet. In dem Fall Schäfer ohne Ä mit A. Und damit bekommt ihr 83% Rabatt und 3 Monate gratis. Probiert das Ganze gerne mal aus, auch wenn ihr mal nicht im Ausland seid, sondern nur im Café sitzt mit einem öffentlichen WLAN, was nicht geschützt ist, weil durch Shark VPN könnt ihr eben eure virtuelle Identität verschleiern, schützen und das lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn ihr kostenlose offene Netzwerke zum Beispiel im Café nutzt. So, nach etwa 11 Kilometern bin ich jetzt hier beim Trail-Einstieg angekommen. Das da ist, glaube ich, Duncan, der das Ganze hier gebaut hat. Und der Trail heißt Duncan's It's Business Time. Da geht's jetzt los. Das ist ein Single Black Diamond. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Bin super gespannt. Ich glaube, es wird steil. Ich glaube, es wird technisch. Und ja, ich habe Bock. Ich liebe auf jeden Fall jetzt schon den Wald hier. Ist so richtig typisch kanadisch. Und ja. Bin jetzt sehr gespannt, was dieser Trail zu bieten hat. Erwartet jetzt hier bitte keine Bestzeiten. Ich will jetzt echt erstmal gucken, was hier kommt. Eben schon gesehen, hier sind einige Felsen. Und oh, hier geht es erstmal weg hoch. Nach einem kurzen Anstieg bin ich jetzt hier oben gelandet. Wo geht's her? Hier, okay. Hier kommt. Was kommt hier? Okay, das schauen wir uns kurz mal an. Kommt ein Trop. Oh ne, einfach steiler Felsen. Okay. Kanada Trails haben oft Überraschungen. Und da macht es Sinn, auch wenn ich gerne blind zum ersten Mal Trails fahre, sich da ein paar Sachen vorher anzuschauen. Könnte sich auch mal irgendwo ein Felstrop anstatt eine Abfahrt verbergen. Und dann liegst du hier im kanadischen Urwald und wirst vom Bären angenagt. Oder was hier gefährlicher ist, Pumas. Die sind tatsächlich hier auch unterwegs,
sind scheu, aber wenn man den ganzen Storys der Kanadier Aufmerksamkeit schenkt, sind die nicht ohne. Vor allem sind die riesig. Ich dachte immer, das wären so kleine Kätzchen. Die sind richtig groß. Und hierher. Oh, das ist schmal. Oh, mit dem Lenker. Guckt euch mal bitte diesen geilen Wald an. Das ist so typisch Kanada. All das, was ihr grün mit Moos bewachsen seht, sind Felsen zwischen diese dicken Stämme. Es geht jetzt wieder bergab. Es ging jetzt einige Zeit bergauf auf diesem Trail. Wunderschön angelegt durch diesen Wald, aber eben bergauf, langsam. Das habe ich mal geskippt für euch im Video. Ich hoffe, dass der Trail jetzt noch ein bisschen schneller, ein bisschen steiler wird, weil deshalb bin ich eigentlich hier hin. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wie wunderschön es hier ist, wie cool der Trail zu fahren ist und so weiter. Aber ich hätte gern diese typisch steilen Felsen, die wir ganz am Anfang mal kurz hatten, nur in länger und ein bisschen mehr Wurzeln, Steine, schnellere Passagen. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Also, let's go. Yeah, nice. Gutes Stück. Okay, schade. Das war's. Sehr geiler Trail, bisschen anders als ich mir vorgestellt habe. Ich bin extra heute mit Fullface-Helm angerückt. Da hätte aber eine Halbschale auch völlig gereicht. Gab ein paar technische Stellen, aber alles machbar. Ich schätze mal, auf GoPro sah mal wieder alles total billig aus. Billig war der Trail auf jeden Fall nicht. Hat super Bock gemacht, mega geil gebaut, schöne Landschaft. Und ich mache mich jetzt auf die Suche zum nächsten Trail. Let's go! Okay, in Whistler habe ich nicht nur mein Bike dabei, sondern war auch schon beim BJJ-Training in so einem Gym hier. Und da ist ein Local, die fahren sowieso alle Fahrrad hier. Auf jeden Fall hat der mir von hier dem Trail erzählt, beziehungsweise hat mir ihn gezeigt, als wir hier vorbeigekommen sind. Der soll richtig geil sein. Da ist auch schon so ein Felsen in der Art, wie ich meine. Und ich schiebe jetzt mal da hoch und guck, was da so geht. Ich glaube, der wird richtig geil. So, der Trail. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, es geht alles gut. Ich werde nicht viel reden, beziehungsweise gar nicht vermutlich, weil ich mich konzentrieren muss. Ich bin bisher nur hochgeschoben, bin noch nichts davon gefahren. Und das ist genau das, wie man sich einen kanadischen Freeride Trail vorstellt. Steile Felsen, North Shore Drops, Gaps, alles. Also hier die Nummer, dass ich hier komplett alleine im Urwald bin, macht das Ganze hier noch spannender. Oh shit! Ah, das war nicht schön. Ah, fuck. Wild. Wild. Vor allem, wenn man nicht weiß, was kommt. Junge. Verschnaufspause. Schade mit den Sprüngen, aber ich war mir nicht sicher, in welche Richtung die geht. Junge. Nicht schön, aber ging.
Ja, das war abenteuerlich. Wie gesagt, das Risiko, so komplett da in dem Urwald drin zu fahren, solche Sachen. Teilweise sehr unsauber gefahren bei den Sprüngen, ärgert mich ein bisschen, aber es sei mir verziehen, ich kannte die Strecke nicht, hatte mir irgendwie vom Hochschieben gemerkt, welche Stellen, welche Richtungen, hat nicht immer ganz geklappt, aber es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, hat richtig Laune gemacht. Ich meine, ich könnte den Trail jetzt auch fünfmal fahren und dann irgendwie clean alles fahren, aber ich finde es immer super spannend, wenn man sowas zum ersten Mal fährt, keine Ahnung, was kommt und einfach diese gewisse Aufregung dabei ist. Finde ich persönlich spannender für ein Video, als wenn ich jetzt hier für mich fünfmal da runterfahre, das Ding auswendig lerne und dann euch einen perfekten Run zeige. So konntet ihr ein bisschen mitfiebern. Ich gehe jetzt was essen, ich habe Hunger wie Sau und dann schauen wir uns mal ein bisschen Whistler Village an. Das war ein kurzer Ausritt mit dem Bike, aber es geht nachher gleich nochmal aufs Bike. Aber erstmal geht's jetzt auf den Berg mit der Familie. Zwei Berge. Auf zwei Berge. Wir fahren mit der Gondel von einem Berg zum anderen Berg und zeigen euch so ein bisschen, was man hier mit seiner Familie, mit Kindern unternehmen kann. Also, let's go. Das erste Mal während meiner 8 Besuche in Whistler, dass ich Gondel bzw. Lift ohne Fahrrad fahre, habe ich vorher noch nie gemacht und da hat Liz, glaube ich, die letzten Jahre drauf gewartet. Ja. Wer ist schon lange auf meinem Kanal dabei, der kennt noch diesen Hang, den wollte ich 2015 mit dem Fahrrad runterfahren, bin hier alles hochgeklettert und wurde da leider gefasst von der Park Patrol und ich verlinke euch das Video von damals nochmal hier oben. Auf jeden Fall wurde mir damals angedroht, dass ich eine Mehrjahressperre im Bikepark bekomme und all meine Kumpels, damals Janik Hammes zum Beispiel mit dabei, auch seinen Bikepark-Pass verliert. War damals eine spannende Sache. Schade, dass das damals nicht geklappt hat. Bisher hat es ein Biker geschafft, da runterzufahren. Ich habe das damals auch gern gemacht. Aber ja gut, also wir fahren jetzt weiter mit den Kids hoch und zeigen euch mal die Aussicht. Hier sind wir jetzt an einem der Pumptracks direkt neben dem Village. Hier sind unsere Kids die meiste Zeit, haben mega viel Spaß. Es gibt hier noch einen Skatepark und noch einen größeren Pumptrack mit North Shore und so weiter. In den Bikepark dürfen die Kids leider erst ab 5. Müssen wir noch ein bisschen warten, aber die können sich hier auf jeden Fall jeden Tag austoben. Mega cool. Hier gibt es noch einen See in der Nähe. Und ansonsten gibt es natürlich noch mehr Videos hier aus Kanada. Das war jetzt das erste Video. Ich glaube, beim nächsten Mal geht es auch nochmal außerhalb von Whistler, aber ich denke, es geht auch nochmal in den Bikepark, nehme ich euch mit. Und falls ihr das Video zu meinem Bikeaufbau auf dem Canyon-Kanal sehen wollt, dann findet ihr das in der Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Video hier aus Kanada. Haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss.